Hallöchen! In diesem Video erzähle ich euch ein bisschen was über Primfaktorzerlegung. Man kann nämlich jede natürliche Zahl als Produkt von Primzahlpotenzen schreiben. Was ist damit gemeint? Schauen wir mal. Die 72, ne? Kann ich die als Produkt von zwei Zahlen schreiben? Kann man mal überlegen, ja, zum Beispiel ist 72, gucken wir mal, ist die durch 4 teilbar beispielsweise? Ja, ist sie, ne? 4 mal 18. 4 mal 18. 4 mal 10 ist 40, 4 mal 8 ist 32, 72 passt. So. Kann ich denn die Zahlen, die jetzt hier stehen, noch weiter als Produkte schreiben? Ja klar, ne? 4, das ist 2 mal 2, also kommt hier doch raus, 4 mal 18 ist dasselbe wie 2 mal 2 mal 18. Ja, was machen wir jetzt mit der 18? Kann man auch als Produkt schreiben. 2 mal 9 zum Beispiel, oder? 18 ist 2 mal 9. Also hier 18 ist 2 mal 9. So. Und die 9, aha, die 9 ist 3 mal 3. 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 3. So, kann ich jetzt noch irgendeine der Zahlen hier als Produkt schreiben, wenn wir die 1 mal weglassen? Also 2 ist natürlich 1 mal 2, aber die 1 lassen wir mal außen vor. Kann ich hier noch eine Zahl nochmal in ein Produkt zerlegen? Nein, geht nicht, weil, ah ja klar, hier stehen jetzt nur noch Primzahlen. Ne? Jetzt habe ich die 72 in ein Produkt aus lauter Primzahlen zerlegt. Primfaktorzerlegung. Und wenn man das noch ein bisschen systematischer aufschreiben will, ne, oder ein bisschen strukturierter aufschreiben, 2 mal 2 mal 2, das ist dasselbe wie 2 hoch 3 und 3 mal 3 ist 3 Quadrat. So, na, das meinte ich vorhin mit Primzahlpotenzen. Okay, 72 dasselbe wie 2 hoch 3 mal 3 Quadrat. Gut. Nächste Zahl, 60. Ne? Schauen wir mal, ob wir die 60 auch in Primfaktoren zerlegen können. Vielleicht gehen wir jetzt mal systematischer vor. Hier oben haben wir so ein bisschen rumgemacht. Ne? Jetzt fangen wir gleich mal an. Ist die 60 durch die kleinste Primzahl teilbar durch die 2? Ja, ne? 60 ist 2 mal 30. Haben wir schon eine Primzahl, müssen wir uns um das hintere noch kümmern. Ne? 30 durch 2 teilbar? Ja, 2 mal 15. So, 15 durch 2 teilbar? Nö. Nehmen wir die nächste Primzahl. Durch 3 teilbar? Ja. Das ist nämlich 3 mal 5. Ne? So, gucken wir uns die letzte Zahl an. 5, aha, ist schon eine Primzahl. Sind wir fertig, sind lauter Primzahlen. Primfaktorzerlegung fertig. Ja, und jetzt können wir das Ganze auch noch ein bisschen strukturierter schreiben. 2 Quadrat. Wir haben 2 mal die 2, 2 Quadrat. Einmal die 3 und einmal die 5. Ne? 2 Quadrat mal 3 hoch 1 mal 5 hoch 1. Okay. Ja, ich nehme die nächste Zahl, 13. Ach, ja, wir wissen, 13 ist schon eine Primzahl. Ne? Da ist die Primfaktorzerlegung ein bisschen langweilig. 13 hoch 1, fertig. Okay, ganz allgemein gesprochen können wir jede natürliche Zahl n zerlegen in ein Produkt aus lauter Primzahlen. Und wenn wir diese Primzahlen noch zusammenfassen, entsprechend wie hier oben, dann handelt es sich um Potenzen, bei denen die Primzahl eine Basis ist. Ne? Also wir haben jetzt hier letztlich Primzahlen, die erste Primzahl hoch einem Exponenten mal eine zweite Primzahl hoch einem Exponenten mal eine dritte Primzahl hoch einem bestimmten Exponenten mal Punkt, 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 Punkt. Und dann haben wir noch eine größte Primzahl, die da drin steckt. Ups, mit einem entsprechenden Exponenten. E, K. So. Ja, man kann eine natürliche Zahl in Primfaktoren zerlegen und diese Zerlegung ist eindeutig. Da gibt es keine zwei verschiedenen, da gibt es keine drei verschiedenen und so weiter. Ne? Es gibt immer eine und die ist eindeutig. Das ist der sogenannte Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie. Den kann man auch beweisen, muss man aber nicht. Wir glauben ihn mal oder wir gehen davon aus, hat schon mal jemand bewiesen. Ne? Ist tatsächlich so, die Primfaktorzerlegung für eine natürliche Zahl existiert immer und ist eindeutig. So, super Sache, das brauchen wir später noch.